So, wunderschönen guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Monday Evening Talk. Heute ein bisschen an einer anderen Örtlichkeit. Heute mit einem anderen Keller, zuerst mal mit einer Frau. Wird jeweils so sein, dass jedes Mal Ende Monat, am letzten Montag, mit einer Frau wird stattfinden. Nächsten Montag ist bereits schon bekannt, wird der Robin Scheiben kommen und heute, wie gesagt, Sandra Keller. Ich bin hier heute im Bischofszell, Motto Perfections. Wir haben uns noch etwas Spezielles überlegt für den Mike Ernst. Und zwar habe ich hier eine ganze Bieg voll T-Shirts, ich sage es noch später nochmal. Einmal in dieser Farbvariante und einmal in Weiss. Wir haben Grössen S, M, L, XL. Sämtliche Bestellungen, die eingehen, 30 Franken Liebli, schreiben mir eine Nachricht, schreiben nicht da einen Kommentar, geht alles zu 100% an Mike Ernst. Weiters haben wir noch die Schlüsselanhänger von Ale Contessi, die ebenfalls für 5 Franken erworben werden können. Es geht alles direkt an Mike Ernst. Dann schaue ich mal, ob Sandra bereits schon oben ist. Da ist sie raus. Sie ist jetzt im Moment gar nicht in der Schweiz, wie letzte Woche schon angesprochen. Hoffen wir, dass es geht mit der Verbindung. Ja, wunderschönen guten Abend. Hoi Sandra. Hoi. Alles gut bei dir? Mal alles gut. Schön warm. Schön warm. Sag mal, wo bist du denn gerade? Wir sind gerade in Spanien, um hier noch ein bisschen trainieren. Sehr schön. Also. Namen haben wir gehört, Sandra Keller, stell dich doch kurz vor, wo wohnst du, wo bist du aufgewachsen? Ich wohne in Schlatt, das ist bei Winterthur. Bin auch dort aufgewachsen, also ich lebe schon seit ich geboren bin im gleichen Haus. Und jetzt aktuell mit einem Freund dort, allein im Haus. Genau. Sehr schön. So ausbildungsmässig, was hast du gemacht oder was schaffst du? Also gelernt habe ich 4 Jahre Gestalter Werbetechnik, so Beschriftungen von Autos, von allem Möglichen. Und jetzt aktuell arbeite ich gerade bei der Post 100% als Päckli-Bote. Ja. Wo kann man dich denn antreffen? Wo bist du unterwegs? Bei See, also bei Vinti eigentlich. Alles klar. Dann was sind so deine Interessen nebst dem Motocross? Was machst du in deiner Freizeit? Ja, viel anderes mache ich eigentlich nicht. Wenn dann Velofahren, Biken, halt alles so irgendwie dann mit dem Motocross verbunden ist. Was sind Stärken von dir und wo liegen deine Schwächen? Ja, ich denke, Stärken sind, dass ich schon eher ehrgeizig bin und auch zielstrebig. Und die Schwächen sind, ja, dass ich, wie soll ich sagen, nicht so das Selbstvertrauen habe oder noch nicht so ein gutes. Und bin sehr emotional. Vielleicht, ja, ist es auch eine Stärke, aber für mich ist es jetzt eher ein bisschen eine Schwäche. Hast du ein Vorbild? Ja, aktuell habe ich nicht wirklich ein fixes Vorbild. Es sind jetzt mehr verschiedene Fahrer oder Fahrerinnen, die ich halt ein bisschen, ja, beobachte, ein bisschen verfolge. Und früher noch dort habe ich schon eigentlich so den Chad Reed als Vorbild gehabt. Ich habe eigentlich echt cool gefunden, wie er so fährt und auch wie er nebst dem Motocross ist, halt sehr bodenständig. Und ja, es hat mir einfach gefallen, wie er so als Gesamte ist. Schön. Was sind so deine privaten Ziele? Wo geht es hin bei dir? Ja, ich denke, irgendwann dann mal eine Familie vielleicht. Und ja, wir haben uns eigentlich mal so ein bisschen vorgenommen, dass wir einmal auswandern werden. Wir haben da schon, ja, ein bisschen Ahnung, so ein paar Länder, die könnten in Frage kommen. Ja, das denke ich, wäre so ein bisschen das Ziel in der Zukunft. Was ist dein grösster Traum? Ja, wahrscheinlich ein Traum, den fast jeder hat im Motocross. Klar, würde ich mal Weltmeisterin werden. Ich hoffe, es wird auch einmal so weit kommen. Und ja, eben, ich probiere jedes Jahr eigentlich ein bisschen weiter zu kommen und dass es einmal so weit wird sein. Das
hoffe ich natürlich auch für dich. Was bedeutet das Motocross für dich? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, das Motocross ist eigentlich schon, ja, mein Leben. Schon seit ich klein bin, es dreht sich eigentlich Tag und täglich alles nur über das Motocross. Und das finde ich eigentlich auch schön, weil es ist wie etwas anderes. Es ist wie ein komplett anderes Leben. Du kannst wirklich abschalten und, ja, es ist eigentlich ein mega geiles Gefühl, oder? Ja, es bedeutet sehr viel. Wie bist denn du zu dem Sport gekommen? Ja, du, die ganze Familie, also, mein Großvater ist schon gefahren, mein Vater ist gefahren, eigentlich wirklich alle, und dann, ja, bin ich eigentlich zuerst noch reiten gegangen, weil es Mami gefunden hat, ja, wenn es Mädchen gibt, dann geht sie reiten. Habe ich dann auch gemacht, und nebenbei bin ich auch noch Töff gefahren. Aber es ist irgendwie alles ein bisschen zu viel geworden, und ja, halt, hat auch gekostet. Und die Mami hat dann noch einen schweren Reitunfall gehabt und dann habe ich gefunden, ich gehe lieber auf den TÜV, weil dort kann ich selber bremsen und selber entscheiden. Und hast du dich dann für auch ein bisschen mehr PS entschieden? Genau. Was ist denn so deine Lieblingsstrecke, deine Lieblingspiste? Bis jetzt ist meine Lieblingsstrecke Arco di Trento in Italien. Eigentlich habe ich noch gute Erinnerungen bis jetzt von dort. Und die Piste an sich gefällt mir eigentlich sehr gut, auch der Boden, alles zusammen ist super. Und auch die Aussicht, oder? Ist recht angenehm dort. Ja. Was zeichnet den Sandra Keller aus? Das kann ich irgendwie nicht beantworten. Weiß nicht, ob da vielleicht andere, die jetzt mitschauen, das können beantworten, Ja, was mich vielleicht da kommt so ja der ein oder auszeichnet. andere Kommentar. Ich hätte sonst noch etwas anderes, wenn wir gerade schon ein bisschen vorgreifen können. Jemand, der dich schon lange kennt, möchte dir noch Folgendes sagen. Sie kennt sie jetzt schon lange, seit sie denken kann, sind auch in einem Zivilarbeit, die haben beide viel erlebt miteinander. Sie würde dich als herzensguter Mensch beschreiben und sie weiß, was sie will. Du hast definitiv ein Kämpferherz und gibst immer 100%. Die Person wird sich nachher noch bei dir melden. Den MC Zivil hat sich auch noch gemeldet. Sie sind auf jeden Fall sehr stolz auf dich, das will ich dir ausrichten. Sie schauen gerne zu, wie du immer Vollgas gibst. Und der heutige Gastgeber, der Simon Baumann, hat mir auch noch ein Wort ausrichten. Und zwar, du hast dich eigentlich von Jahr zu Jahr stark verbessert, am Schluss der Saison Top-Leistungen erbracht. Und er hofft, dass du dort anknüpfen kannst, wo du eigentlich aufgehört hast letztes Jahr, beziehungsweise im 2020, dass du auch regelmäßige Top 10 wirst können fahren. Und er wünscht dir auch alles Gute, so mal, was dich ausmacht und die Worte um dich Ja, herum. danke. Wenn du ein bisschen zurückschaust, die ganze Motocross-Vergangenheit von dir, was ist dein größter Erfolg gewesen? Ja, ich denke, der grösste Erfolg war letztes Jahr, als ich den Women Cup, also den Titel geholt habe. Und da Jahr Arco di Trento, wo ich eben Tagesrang 10. Platz fahren konnte. Ich denke, bis jetzt sind das so meine grössten Erfolge. Ja, das ist schön, du könntest anknüpfen, denn wenn wir jetzt auf das Motocross selber schauen, was bleibt da eher in schlechter Erinnerung? Ja, klar, sicher alle Erinnerungen, wo ich einen Unfall gemacht habe. Und sicher gibt es auch viele Erinnerungen, wo ich auch schlimm gestürzt bin oder so, aber die vergiss ich eigentlich schnell wieder. Oder auch Erinnerungen, wo ich eigentlich zuerst recht schlimm empfunden habe. Und jetzt, wenn ich so zurückdenke, dann, ja, lache ich eigentlich drüber, weil es, ja, wirklich eigentlich einfach dumm war. Hier gibt es, sagst 2019 war deine erfolgreichste Saison mit dem Women Cup. Rückblickend auf dieses Jahr 2020, bist du zufrieden? Ja, schlussendlich bin ich sehr zufrieden. Ich hätte es nie gedacht. Ich lebe letztes Jahr im Dezember, habe ich mir ja die Schulter ausgekugelt und habe es dann im Januar müssen operieren. Und ja, wo dann also ich sage jetzt zum Glück, das Corona so gekommen ist und alles ein bisschen gestoppt hat, bin ich schon ein bisschen dankbar gewesen, aber ich halt doch noch nicht können trainieren. Und dann, wo die Trainer angefangen haben,
So Zucker jetzt zum Beispiel im MXRS, dort bin ich wirklich Katastrophe gefahren. Es war ganz schlimm gewesen. Und die nächsten Rennen sind eigentlich auch nicht so mega gut gewesen. Und da hatte ich schon ein bisschen Zweifel gehabt, wo dann das Woman Cup gestartet hat. Aber dass es nachher gerade so gut rausgekommen ist, hätte ich gar nicht gedacht. Weil ich habe wirklich gedacht, ja, werde vielleicht in die sechste oder siebte. Ich habe mich wirklich recht schlecht gefühlt gehabt. Und dann habe ich gerade den ersten Lauf gewonnen. Und ja, von dort an bin ich auch wirklich mega motiviert gewesen und habe gefunden, ja, das ist wirklich geil. So nach dem Unfall gerade so starten eigentlich im Women's Cup ist schön. Es dir aber noch entgegengekommen, die ganze Zeit dementsprechend. Ja, ein bisschen So schon. trainingsmäßig, wie viel verbringst du auf dem TÜV wöchentlich und wie viel Training gibt es nebst dem TÜV? Ja, wenn so normale Woche verbringe ich vom TÜV gar keine Stunde. Leider. Einfach am Wochenende sicher, wenn es geht. Und so nebenbei halt Krafttraining, Ausdauer, da bin ich schon eigentlich jeden Tag. Jetzt, du sagst, du sitzt in Spanien. Wie bereitest du dich auf die kommende Saison vor? Nebst dem TÜV-Fahren, was steht da noch so an? Ja, nicht viel anders, jetzt gerade aktuell. Eben, jetzt sind wir halt in Spanien 2 Wochen, um sicher möglichst viel profitieren, weil ich eben schon letzten Winter halt nichts habe können trainieren. Und nachher muss ich wieder arbeiten und dann werde ich dann sehen, wie es aufgeht mit der Zeit, wenn ich wieder kann, irgendwie trainieren kann. Aber sonst sicher an den Wochenenden und viel Training unter der Woche daheim einfach. Jetzt eine Frage, die noch eingegangen ist. Auf I Believe in You hast du Geld gesammelt? Hast du es dann auch plötzlich erreicht, die Summe, die es dort hätte sollen ergeben? Und hast du öffentlich eigentlich dann nicht mehr gross etwas gesagt? Hast du das am Ende selber eingezahlt oder wie ist das gelaufen? Nein, ich habe mich also gar nie nachher gemeldet, weil das alles ist ein bisschen ja, schief gelaufen. Also ja, soll ich gross dazu sagen, es ist eigentlich es ist gestartet und gewisse Leute haben dort, wie soll ich sagen, sich angemeldet, dass sie etwas einzahlen. Wir sind dann etwa bei 5'000 gewesen. Und dann hat sich irgend so ein Schlauer oder eine, ich weiß es ja nicht, hat sich angemeldet und sich ausgegeben als irgendjemand, wo 30'000 wollte mir zahlen. Und das habe ich schon sehr komisch gefunden. Ja, weil 30'000 ist doch eine grosse Summe. Und dann habe ich mich mal bei I Believe in You gemeldet. Und die haben dann auch gesagt, ja, für sie ist es eigentlich normal, oder? Sie rechnen nicht, dass irgendwie das könnte falsch sein. Und ich habe gesagt, ja, aber irgendwie, ich finde, das ist nicht richtig. Und sie haben dann mir gesagt, ja, in dem Sinn, mit welchem Namen der oder die sich da angemeldet hat. Und es ist alles auf mich in dem Sinn gestanden. Das heißt, mein Name einfach komplett falsch geschrieben eigentlich. Und Adresse, die es gar nicht gibt in der Schweiz. Und irgendeine E-Mail-Adresse. Und leider können sie das jetzt nicht herausfinden. Ja, von wem das gekommen ist. Also, es ist schlussendlich erreicht gewesen, aber eigentlich alles ein Fake und, ja, ich habe es nicht bekommen in dem Sinn. Also, einfach, die 5'000 habe ich bekommen, aber auch für die ist es ja eigentlich nicht fair gewesen, weil es schlussendlich nicht erreicht gewesen wäre. Also, ja, ich finde es recht eine Blödheit von dem, was es gemacht hat. Und, ja, ich hoffe, dass die Person zufrieden ist damit und, ich hoffe, dass es den Leuten, die jetzt gerade am I Believe in You machen sind, dass es denen sicher nicht passiert, weil es ist einfach blöd. Das wünsche ich natürlich denen, die dort sind, auch. Danke für deine ehrlichen Worte. Du hast publiziert, dass es nächstes Jahr nicht mehr mit dem gleichen Team wird sein, deine Saison. Was sind dort die Gründe für die Training? Also, ich kann mal sagen, auseinander sind wir miteinander ganz okay, also wir verstehen uns immer noch tipptopp. Ja, es ist so ein bisschen der Grund gewesen, eben auch wegen Corona, wir wissen nicht, wie viel kann ich überhaupt auf Belgien gehen, lohnt sich's überhaupt? Und ja, schlussendlich haben wir müssen sagen, es ist glaube besser, wenn wir es nicht machen, die Saison mit ihnen zusammen. Und
so weiterschauen. Denn 2021 kannst du dir schon etwas sagen, was deine Ziele sind und was du fährst? Ja, also meine Ziele sind sicher in der WM und dort Top 10. Das ist sicher mal das Hauptding, wo ich fahren werde. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, dass ich hier in der Schweiz bei den Lights mitfahre. Ich finde, es bringt mich dort einfach weiter für die ganze WM selber. Und dort ist noch ein bisschen schwer zu sagen, wo ich mich so einschätze, aber ich sage mal, ich wäre sehr zufrieden, wenn ich so Top 10 auch wäre. Und dann, ja, Women Cup werde ich sicher auch fahren, einfach alles, was geht. Ja, sicher so viel wie möglich. Kannst du sagen, welchem Team oder wie das wird aussehen wie dir nächstes Jahr? Nein, das wird alles erst am 1. Januar, also im Neujahr, dann veröffentlicht. Kann nur sagen, dass mit Mutter Perfections heute ist unabhängig von ihr. Das ist vom Simon dankenderweise unterstützt worden. Wie kann man dich denn unterstützen für nächstes Jahr, für die kommende Saison? Also, was ich schon jedes Jahr habe, ist ein 100er Club, der schon am Laufen ist. Und ich werde sicher wieder irgendwie so T-Shirt oder sonst irgendwelche Fanartikel machen. Aber das ist jetzt noch nicht so weit. Wir sind da noch dran. Und wenn ich es habe, dann werde ich es dann sicher auch wieder veröffentlichen. Und so kann man mich eigentlich unterstützen. Danke vielmals. Gibt es etwas, was du gerne noch würdest sagen? Einen Dank an irgendjemanden aussprechen? Ja, sicher allen, die mich nächstes Jahr werden unterstützen werden. Ich kann jetzt leider keinen Namen nennen, aber ich denke, die werden sicher wissen, dass ich sie meine. Ich denke, es wird etwas Cooles nächstes Jahr. Ich danke allen. Und ja, sicher meinem Freund Marcelo danke ich vielmals, weil ja, eben wie es die meisten ja sehen, ohne ihn würde ich es nicht schaffen. Wir sind eigentlich wirklich echt ein gutes Team zusammen. Und wir machen das jetzt doch schon ein paar Jahre und ja, ich danke ihm sehr viel. Schön. Ich bin auch gespannt, wie es aussieht. Nächste Woche kommt der Robin Scheiben, das ist schon bekannt. Der nächste Monday Evening Talk mit der Fahrerin wird dann am 25. Januar stattfinden. Wer darf ich begrüßen? Ich nehme die Latifa Schneider. Weil einfach, ich denke mal, jemand von den Jüngeren, von den Frauen auch, mal zum sehen, wie es bei ihnen so läuft, was sie so machen. Ja. Sehr schön, Latifa Schneider. Bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Hast du gerade direkt eine Frage an sie oder willst du mir etwas schreiben? Sonst wie bei ihr so das Training aussieht, was sie so dafür macht. Wie es aussieht, ist sie gerade da. Dann wird sie das dürfen nächste Woche oder beziehungsweise den Ende Januar beantworten. Sandra, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, bevor es funktioniert hat mit der Verbindung. Ja. Und wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz gutes Training in Spanien. Danke vielmals, ich danke auch dir. Ist eine coole Sache. Sehr gern, freut mich. Dann hoffe, der Mike Ernst ist auch noch rum. Er hat mir gesagt, er käme wahrscheinlich heute Abend. Wie gesagt, ich würde gerne noch mal schnell aufgreifen. Ihr könnt die ganze Woche T-Shirts bestellen von Motto Perfections für 30 Franken. Es geht alles zu 100% an Mike. Danke vielmals, Simon Baumann, für die Unterstützung. Wie gesagt, es hat nichts mit Sandra zu tun. Es ist einfach von ihm dankenswerterweise, dass er das so unterstützt. Schreibe mir eine Nachricht, sagen wir, ob ihr S, M, L oder XL würdet wollen. Und dann schicken wir euch das zu nächste Woche. Sandra, wünsche dir noch ganz einen schönen Abend und sei schon Marcel und liebe Grüße. Danke, gleichfalls. Danke. Dankeschön. Ich danke euch allen vielmals, dass ihr heute da gewesen seid, also zugeschaut habt. Am Mike Gwerder gratuliere ich noch ganz herzlich zum Geburtstag und den nicht vergessen, Mike Ernst, noch den Support zukommen lassen. Bestellt doch so ein Shirt. Danke vielmals, Simon, dass Sie haben dürfen da sein. Danke vielmals, dass
du die Aktion unterstützt und dass wir dort etwas Gutes für den Mai tun können. Ich wünsche allen noch einen ganz schönen Abend, einen guten Rutsch, geniessen es, die frei haben, und wir sehen uns dann am 4. Januar mit dem Robin Scheiben, der zu dem Zeitpunkt dann ebenfalls im Ausland wird sein. Ciao zusammen.